Hey, 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 liebe Leute, und willkommen zu der 32. Folge von Minecraft Architektur. Ne, natürlich Minecraft Architektur. Und ja, also erstmal Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, es gibt wieder 5 Designs. Und die ersten 2 Designs sind so ein bisschen mit Blättern oder aus Blättern gemacht und Zäunen. Mehr ist da nicht. Und die sind beide von dem gleichen Typen. Also beide von dem Enchanted Toaster. Irgendwie so. Enchanted Toaster wahrscheinlich. Und das ist ein Elefant. Der sieht so aus. Und um den so richtig, also damit der halt richtig gut aussieht, müsst ihr auf schnell spielen. Also hier auf schnell stellen. Und ja, also ist ein bisschen kompliziert, den zu bauen. Ich weiß auch nicht, ob ich den hundertprozentig richtig gebaut habe, aber ich finde, der sieht ganz gut aus. Also wenn ihr irgendwie einen Zoo habt oder so, dann könnt ihr da diesen Elefant reinbauen. Ist zwar ein bisschen groß, aber ja, ein normaler Elefant ist ja auch recht groß. Also könnt schon hinkommen. Da sind vielleicht die Reißzähne oder das ist Mund. Ich weiß auch nicht richtig, was das ist. Aber egal. Und wenn euer Elefant noch irgendwie Hörner oder so braucht, könnt ihr die ja hier hin machen, ne? So, haha, yeah. Oder vielleicht könnte man auch noch irgendwie... Warte, ich teste jetzt ein bisschen rum. Oder vielleicht noch irgendwas pimpen könnte. Vielleicht Augen? Wie wär's? Heilige Kacke! Das sieht ja geil aus. Ne, sieht's nicht. Aber wie wär's, wenn man das hier so macht? Na, da sieht es eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Das könnte ganz gut aussehen. Ja, zieht euch das rein. Ist das krass. Oder wartet. 3D-Brille. 3D-Brille ist grün und rot, oder? Oder rot und schwarz. Machen wir einfach mal grün und rot. So. Jetzt haben wir eine 3D-Brille auf. Ein Elefant mit einer 3D-Brille, wie krass ist das denn? Okay, also wenn ihr so einen Elefant bauen wollt, ich habe jetzt seine Version ein bisschen gepimpt, dann baut den. Ja, hier haben wir noch eine Giraffe, der da könnt ihr auch Augen geben, wenn ihr Bock habt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus mit den Augen. Ja, das passt. Saugeil irgendwie. Besser als ohne, finde ich. Ja, also hier Giraffe vom gleichen, wie schon gesagt. Ist so gebaut. Ich würde mal sagen, ihr stoppt einfach das Video. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Ne, 8, 10, 11. 11 Blöcke lang. Ja, und der sieht so aus. Momentnummer. Ja, also so richtig ganz genau kann ich es jetzt auch nicht zeigen. Dann müsste ich ihn nachbauen. Aber ich glaube, ihr könnt es recht gut sehen. Und in der 35. Folge gibt es ja eh wieder einen Weltdownload. Also freut euch da drauf. Oder wenn ihr einen Weltdownload haben wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Gut. Dann haben wir ein angeborenes Kanu von Aritide. Ja, lass mal gleich mal Nacht. Ist ja auch schön. Also, da unten haben wir jetzt ein Chicken drin. Also unter dieser Treppe ist ein Chicken drin. Und das habe ich... Habe ich ein Seil hingebunden und dann an den Zaun hin. Und deswegen, ne? Ist hier so ein Seil. Und das Seil soll halt das so. Soll halt so ausschauen, als wäre das Kanu da angebunden. Und da sollte eigentlich ein Ufer oder so sein, aber. Das habe ich jetzt nicht hingebaut. Und ja, dann. Die 2 Player habe ich reingebaut. Also reingeplatziert. Reinplatziert. Das hier ist übrigens so aufgebaut. Also eine verkehrsrumme Treppe. Eine Stufe. Treppe. Dann die Köpfe habe ich da rein. Das sollen halt 2 Leute darstellen, die da gerade paddeln. Das sind halt, ne? Haben halt nur Köpfe. Und hier ist halt vielleicht, dass es ein böses Schiff ist oder so. Deswegen der Skelettkopf. So, dann haben wir hier ein, ja, cooles Horrorlicht, kann man sagen. Also dunkler Gang für einen Gruseleffekt. No Mouse for the win. Der hat das gebaut. Und ja, wir schauen uns das jetzt hier mal genauer an. So, schaut euch das an.
Wie im Kino, oder? Ja, für Kinos ist so ein Licht eigentlich auch ganz gut. Weil da ist ja auch immer dunkel. Also wenn ihr so einen Gruseleffekt braucht, da die Dinger noch mal richtig geil, dann baut das hier nach. Das ist echt geil. Also das hier so, zwei Blöcke und dann... Ja, man glaube ich sieht, wie es gebaut ist. Das sind ganz normale Pflastersteintreppen. Und ja, also ich glaube, ihr habt es einfach alles wieder, immer wieder wiederholen. Ganz easy. Jo, dann haben wir zuletzt noch, das soll ein Scheißhaufen sein. Und das da oben sind Fliegen, die rumfliegen von Christian95. Ich glaube, der hat dann R vergessen. Also, jo, das ist einfach ein Kohleblock mit einem Witter Skull und zwei Glasscheiben. Und ja, um eine Fliege zu bauen, einen Witter Skull verschwenden, ist ein bisschen teuer vielleicht, ein bisschen unnötig, aber ja. Ja, so ist es halt. Also wenn ihr eine Fliege haben wollt, dann müsst ihr erst einen Witter killen. Sowas hört sich echt komisch an. Naja. Gut, also ich hoffe, die heutigen Designs haben euch gefallen. Mir haben sie auf jeden Fall gefallen und jo, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also haut rein und bis dann. Und danke für 481 Abonnenten. Mal schauen, wie viele es nächste Woche sind. 500? Da wird es ein kleines Special geben. Wenn nächste Woche am Freitag, wenn wir da 500 haben oder mehr, dann gibt es da vielleicht ein kleines, oder wahrscheinlich ein kleines Architektur-Special. Also gucken wir mal.